Motorsound, Motorgeräusch. Für viele Autofans ist das eine der emotionalsten Komponenten bei einem Auto überhaupt. Für mich auch. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Autos, die machen ein ziemlich banales Geräusch. Und dann gibt es wieder Autos, die klingen ganz besonders. Die machen eben Sound. Ich sag nur. Aber es gibt eben auch viele Irrtümer zum Thema Motorgeräusch. Und über diese Irrtümer müssen wir reden. Und ihr wisst schon, das wird gut. Dass unsere Autos inzwischen so leise sein müssen, hängt einzig und allein an der strengen EU-Geräuschgesetzgebung. Klingt erstmal so. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, ich habe es mal ausgedruckt, Verordnung EU Nummer 540/2014, also im Jahr 2014 ist das Ganze schon mal festgelegt worden, dann könnte man das meinen. Das ist ein Riesenschinken. Ich habe da mal durchgeblättert. Ich weiß jetzt eines, ich will in meinem Leben kein EU-Beamter werden, der sowas hier ausfüllen muss. Jedes Detail ist hier geregelt, wirklich jedes halbe Dezibel mit allem drum und dran. Dann kriegst du ja einen Vogel. Da sitzt du in einem Büro und bestimmst darüber, dass unsere Welt ein bisschen unemotionaler wird, was Sound betrifft. Ja, hat ja auch seine Vorteile. Gut, wollen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt kommt aber die andere frustrierende Wahrheit. Das allein ist es nicht. Tu mal weg. Denn es gibt ja auch noch andere Emissionen, die im Auto eben deutlich reduziert werden sollen, hat die EU festgelegt. Und die sorgen für verschiedene Komponenten im Auto. Und die haben eben auch eine schalldämpfende Wirkung. Und das gehen wir jetzt mal von vorne nach hinten ab. Wir fangen mit Kohlendioxid an. Ich kann doch im Auto kein Kohlendioxid reduzieren. Doch, kann ich. Motorisch kann ich das machen. Und deswegen haben ja viele Motoren heutzutage einen Turbolader. Nicht unbedingt, um mehr Leistung zu erzeugen, sondern um den Motor im Teillastbereich in einen effizienteren Bereich zu schubsen und damit eben im Endeffekt Kohlendioxid einzusparen. Das Problem ist nur, dieser Turbolader sitzt ja am Abgasstrang. Das heißt, der dämpft einen Teil meines Abgasgeräusch, meines Motorgeräuschs. Natürlich sagen jetzt manche emotionalen Motorfans, ja, aber der pfeift ja und wenn das Wastegate abbläst, Wastegate ist nicht immer vorhanden, aber manchmal ist es ja da, dann zwitschert das ist cool. Definitiv bin ich voll dabei. Und trotzdem wird aber ein Teil des Sounds vom Turbolader erstmal gedämpft. Gehen wir weiter. Und zwar in den Drei-Wege-Katalysator. Ja, der liegt hier relativ motornah, von hier unten können wir ihn nicht sehen. Für was sorgt der Drei-Wege-Katalysator? Der sorgt dafür, dass Stickoxide reduziert werden, Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid. Und das ist auch wieder ein Bauteil, wo der Sound hineingeht und eben gedämpft wird. Quasi so eine Art Vorschalldämpfer. Ja, früher hat man ja die klassische Struktur gehabt, Motor, Vorschalldämpfer, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Heutzutage braucht man das so in der Art nicht mehr unbedingt, weil der Katalysator ja auch schon eine gewisse schalldämpfende Wirkung übernimmt. Dann geht es noch ein Stück weiter bei dem Auto hier. Hier, in dem mittleren Bereich. Da ist der Partikelfilter. Das ist eine poröse Keramikstruktur, wo eben die mini feinen Partikel, die beim Direkteinspritzer entstehen, durch eine nicht vollständige Verbrennung aufgefangen werden. Und diese poröse Keramikstruktur, das kann man sich schon vorstellen, wie in diesem Keramikschwamm, die sorgen eben nicht nur dafür, dass da Partikel drin hängen bleiben, sondern auch Sound. Und wenn man sich das mal anhört, wie ein Auto mit und ohne Otto-Partikelfilter klingt, dann ist das zum Teil dramatisch. Weil gerade so die mittleren, die etwas prägnanteren Frequenzen herausgenommen werden, das klingt alles ein bisschen dumpfer. Ja, es gibt im Internet gibt's auch ein paar Vergleiche. Kann man sich mal angucken, wo man ein Auto mit Otto-Partikelfilter neben den Nachfolger. Nee, andersrum. So, ein Auto ohne Otto-Partikelfilter neben den Nachfolger mit Otto-Partikelfilter stellt. Und dann sieht man schon, dass der Soundcharakter sich geändert hat. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Gehen wir jetzt endlich mal in den Schalldämpferbereich. Da haben wir hier so einen Mittelschalldämpfer. Übrigens ein ganz klein bisschen Schalldämpfer-Theorie. Es gibt Absorptionsschalldämpfer und es gibt Reflexionsschalldämpfer. Ein Absorptionsschalldämpfer kann man sich grundsätzlich erstmal vorstellen wie so eine Büchse. Da ist, ich sag's mal jetzt einfach, das ist da in dem Auto natürlich mit heißem Abgas nicht so, aber da ist ein Schaumstoff zum Beispiel drin, wie in einer Box zu Hause und da läuft der Schall rein und wird absorbiert, die Energie wird aufgenommen und dadurch wird eben das Geräusch gedämmt. Bei einem Reflexionsschalldämpfer schiebe ich den Schall in verschiedene Kammern hinein, sodass er sich quasi verläuft und dadurch gedämpft wird. Je nachdem, was das für ein Schalldämpfer ist, hat man dann natürlich auch einen unterschiedlichen Abgasgegendruck, weil es sind auch Elemente im Abgasstrang drin und der höhere Abgasgegendruck ist wiederum nicht schön für Leistung, aber auch für
Verbrauch und Ähnliches. Da sind Absorptionsschalldämpfer, so jetzt haben wir es, ein bisschen besser. Muss man sich aber im Detail anschauen. Okay, jetzt sind wir aber immer noch nicht ganz fertig. Jetzt gehen wir nach hinten zu dem, was man klassisch als großen Schalldämpfer, als Endschalldämpfer beim Auto empfindet. Endtopf nennt man das ja auch oft. Das ist dieses Bauteil hier, wo der Schall eben nochmal gedämpft wird. Die Wahrheit ist aber, dass vorne an ganz, ganz verschiedenen Positionen der Schall schon gedämpft worden ist, weil da eben Bauteile, weil da poröse Strukturen, weil da absorbierende, weil da reflektierende Strukturen drin sind, die den Klang verändern. Und das mal völlig unabhängig davon, was die EU gerade bei der Geräuschverordnung Neues entschieden hat. Der Klappenauspuff ist verboten. So hört man das immer wieder. Soll ganz speziell an einer EU-Verordnung zu Motorgeräuschen hängen, die 2016 schon auf den Weg gebracht wurde. Und damit soll es nicht mehr erlaubt sein, dass man Klappenauspuffanlagen benutzt. Okay. Wie machen das aber die Hersteller in der Serie, wenn sie jetzt trotzdem einen Klappenauspuff drin haben? Wir gucken uns das mal bei diesem Hyundai Kona N, Baujahr 2021, mal an. Ich soll da mal rein. So, hier in das Endrohr. Jetzt mal Gas geben. Gas geben. Ja, so. Also man sieht ziemlich deutlich den Klappenauspuff. Ja, wenn ich jetzt hier neben gucke, dann sieht man auch die Mechanik zur Betätigung des Klappenauspuffs. Na, Licht ausmachen. So, Motor aus. Also in dem Kona N ist ja ein Klappenauspuff drin. Hat das der Gesetzgeber vielleicht nicht mitbekommen? Nein, Klappenauspuffanlagen sind per se eben nicht verboten. Was verboten ist, ist die Praxis von früher. Dass die Autos in einem bestimmten Drehzahlbereich unter bestimmten Bedingungen gemessen worden sind, mit geschlossener Klappe, das Auto war leise. Und wenn es dann draußen rumgefahren ist, dann war die Klappe wieder offen, das Auto war viel lauter. Oder es wurde per Fernbedienung die Klappe während der Messung geschlossen, leise, und dann draußen rumfahren, aufmachen, wieder laut. Das ist nicht mehr erlaubt. Und deshalb sind seit 2016 viele Klappenauspuffanlagen vom Markt verschwunden oder die Autos sind eben selbst mit geöffneter Klappe deutlich leiser als früher. Jetzt klingen sie trotzdem ein bisschen anders, wenn man die Klappe schließt oder öffnet. Sonst kann man sich mit der Klappe ja gleich sparen. Aber das liegt natürlich auch am Frequenzverhalten. Und das hat auch was mit der Gewichtung zu tun. Da komme ich aber später noch dazu. Denn der Gesetzgeber ist, was Geräusche im Straßenverkehr betrifft, nicht nur streng, wenn es um die Grenzwerte geht, sondern auch grundsätzlich bei der Geräuschreduzierung. Da gucken wir uns einfach mal § 30 der Straßenverkehrsordnung an. Da ist es nicht nur verboten, dass man unnötigen Lärm macht, ja, kann man verstehen. Es ist auch verboten, dass man ohne Grund mit dem Auto hin und her fährt, damit auch Lärm macht, vor allem dann, wenn es andere Leute stört. Und jetzt festhalten, es ist auch verboten, eine der größten Klappen am Auto, die Tür quasi, zu laut zu schließen. Ja, man muss sie also leise schließen. Steht da ernsthaft drin. Eine Sache habe ich noch, falls sich jetzt jemand fragt, darf ich denn an meinem Auto noch nachträglich eine Klappenauspuffanlage installieren lassen? Ja, darfst du. Wenn diese Auspuffanlage nach EG ECE zertifiziert ist, und zwar nach derzeitigem Stand. Und wichtig ist, sie darf bei der Messung nicht lauter sein, wenn sie geöffnet ist, als wenn sie geschlossen ist. Lärm, Straßenlärm, ist sicherlich nervig, aber es bringt mich ja nicht um. Doch streng genommen schon. Laut Weltgesundheitsorganisation, WHO, geht von Lärm das zweitgrößte Gesundheitsrisiko überhaupt aus. Und die haben mal errechnet, wie viele Herzinfarkte in Deutschland auf das Konto von Lärm gehen, und da kommen die auf 4000 Herzinfarkte pro Jahr. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, bei solchen hochgerechneten Zahlen gilt ja auch für Stickoxidtote und Ähnliches. Und trotzdem gibt es noch eine sehr interessante Studie. Und zwar, wie steigt das Herzinfarktrisiko, wenn man in einer lauten oder in einer nicht so lauten Wohnung in der Stadt lebt? Und da hat man festgestellt, dass bei Männern das Herzinfarktrisiko um bis zu 30% ansteigt, wenn sie in einer Wohnung leben, die über 65 dB im Schnitt laut ist. Und wenn Sie in einer leiseren Wohnung leben, dann sinkt entsprechend das Herzinfarktrisiko. Und wie sieht das jetzt bei Frauen aus, bei lauten und leisen Wohnungen? Da hat man in der Studie keinen Unterschied festgestellt. Und alles, was ich dazu jetzt als Kommentar sagen könnte, könnte gegen mich verwendet werden. Wie laut ein Auto sein darf, ist unabhängig davon, wie viel Leistung es entwickelt und wie schwer es ist. Das klingt erstmal logisch. Wieso soll denn ein Auto lauter sein dürfen, wenn es schwerer ist oder wenn es mehr Leistung hat?
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass auf unseren Straßen vor allem Autos herumfahren, die, das ist immer ein bisschen Auslegungssache, gar nicht mal so schwer sind und gar nicht mal so viel Leistung haben. Und die machen in der Gesamtheit natürlich die konstante Lärmbelästigung aus. Es gibt auch noch ein paar Sportwagen, die sind aber seltener. Und wie der Gesetzgeber da unterscheidet, das steht hier im Gesetzesblatt. Ich habe mir das Original mal ausgedruckt. Das sind vor allem vier Stufen, vier Leistungsmassestufen. Das fängt an mit der Leistungsmassestufe bis oder weniger als 120 Kilowatt pro Tonne Autogewicht. Da darf das Auto ab dem 1. Juli 2022 70 dB laut sein. Hat das Auto eine größere Leistung als 120 Kilowatt, aber noch nicht 160 Kilowatt, sind es 71 dB. Ab 160 Kilowatt, ja, aber noch nicht 200 Kilowatt, sind es 73 dB. Und bei 200 Kilowatt pro Tonne Autogewicht, das ist immer der Bezugspunkt, dürfen es sogar 74 dB sein. Das heißt, das Auto mit 200 Kilowatt pro Tonne oder umgerechnet 272 PS darf 4 Dezibel lauter sein als das Auto mit nur 120 Kilowatt pro Tonne. Ziel des Gesetzgebers ist es, alle Autos in allen Situationen leiser zu machen. Alle Autos? Ja, bei Verbrennern schon. Die sollen grundsätzlich leiser werden und bei sehr niedrigem Tempo gibt es ja ein markantes Motorgeräusch. Daran erkennt man sie ja auch. Man steht auf der Straße, hört das Motorgeräusch und weiß, ah, da kommt ein Auto an. Und jetzt kommt das Problem bei Elektroautos. Bei Hybridautos, die im Elektrobetrieb sind, hörst du das eben nicht mehr. Da weißt du nicht, dass da jetzt ein Auto ankommt. Und Blindenverbände haben sich sogar beschwert, haben gesagt, das ist für uns sicherheitsrelevant und nicht nur für die. Und deshalb hat da der Gesetzgeber eingegriffen und gesagt, okay, dann müssen wir die Autos lauter machen. Und zwar bis 20 km/h, egal ob sie jetzt vorwärts oder rückwärts fahren. Und das System nennt sich AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System. Da soll also ein Geräusch nach außen gespielt werden, bis 20 km/h, weil danach werden die sonstigen Geräusche, Reifengeräusche und so weiter ja immer dominanter, dass ähnlich einem Verbrennergeräusch die Personen, die eben auf der Straße sind, warnt, dass da ein Auto kommt. Wenn man sich die Geräusche von AVAS aber so anhört bei den verschiedensten Autos seit dem 1. Juli 2021, ist es ja definitiv vorgeschrieben, dann klingt es nicht immer unbedingt nach einem Verbrenner. Nein. Die Lautstärkeangabe in Dezibel ist das einzig entscheidende Kriterium für das Lautstärkeempfinden des Menschen. Klingt erstmal so. Denn die ganzen Grenzwerte sind ja in Dezibel. 71 Dezibel, 73 Dezibel. Aber da steht ja noch was hinten dran. Dezibel in Klammern A. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei der Schalldruckmessung eben nicht alle Frequenzen gleich gemessen worden sind, sondern da ist ein Filter drüber gelegt worden. Also bestimmte Frequenzen sind bevorzugt worden und andere nicht so. Bestimmte Frequenzen sind für das Lautstärkeempfinden bei der Messung wichtiger als andere. Klingt jetzt ein bisschen unfair, hat aber was damit zu tun, dass wir Menschen eben kein lineares Lautstärkeempfinden über die Frequenzen hin haben. Ich versuche das mal ein bisschen zu zeigen. Ich habe hier ein Diagramm. So, hier unten stehen die Frequenzen des menschlichen Hörbereichs von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Hier ist der Schalldruckpegel in dB. Und diese Kurven hier zeigen jeweils die Kurven gleicher Lautstärkeempfindung. Das ist ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns das zum Beispiel mal hier bei sehr leisen Lautstärken an. Zum Beispiel bei der schwarzen Kurve hier unten. Und dann sehen wir, dass im Bereich von so 3-4 Kilohertz das menschliche Gehör besonders empfindlich ist. Das hat auch was mit der Länge des Gehörgangs zu tun, würde aber zu weit führen, aber ist besonders empfindlich. Das heißt, dort empfinden wir Geräusche besonders laut. Und wenn wir das vergleichen, zum Beispiel mit einem Geräusch bei 50 Hertz, das 40 dB gemessen lauter ist, wirkt es für uns Menschen trotzdem genauso laut wie das bei 3-4 Kilohertz. Das ist auch ein Grund, wieso die ganzen Martinshörner draußen, so gerade in diesem Frequenzbereich, so 3-4 Kilohertz richtig Gas geben, damit das eben laut für uns ist, damit wir gewarnt werden. Diese Kurven verschieben sich dann mit steigender Lautstärke noch mal etwas, aber es bleibt immer dabei, dass es hier einen Bereich gibt, so einen mittleren Frequenzbereich, wo wir Menschen besonders empfindlich sind für Lautstärke. Und jetzt haben wir eben dieses Filter, diese Dezibel-A-Bewertung, die quasi so läuft. Ja? Das heißt, diese Frequenzen hier werden besonders gemessen und gerade so die tiefen und besonders hohen Frequenzen, wobei die lassen wir jetzt mal aus, die Tiefen sind wichtiger, werden etwas rausgefiltert. Und was heißt das?
Das heißt, dass ein Auto bei tiefen Frequenzen schon lautstärkemäßig ein bisschen Gas geben kann. Da kann schon ein bisschen mehr rauskommen, ja, weil das bei der Messung gar nicht so dominant ist. Viel schlimmer ist es, wenn du dann im mittleren Frequenzbereich Geräusche hast, die da reinkommen. Und wenn man sich jetzt Autos anhört, moderne, mit Klappenauspuff oder zum Beispiel mit einem Otto-Partikelfilter, wird eines immer auffallen, dass sie ein bisschen dumpfer klingen als früher. Bei der Messung sind sie leiser, aber man hört ganz klar, oh, im tieffrequenten Bereich geben sie noch ordentlich Gas. Wieso? Weil wir Menschen ebenso frequenzselektiv Lautstärke wahrnehmen und weil es eben diese Filterung, diese Kurve gibt bei der Lautstärkemessung. Auch ältere Autos müssen sich an die neuen Geräuschemissionsregeln halten. Ich wollte schon fast sagen, zum Glück, nein. Die älteren Autos müssen sich an die Regeln halten, die zu ihrem Produktionszeitpunkt gegolten haben. Wäre ja auch schade, wenn man sich gerade die alten Autos hier, gerade die Supersportwagen-Boliden anhört, wie gut die klangen und wie die damals klingen dürften. Und jetzt müssten die heute nochmal nachträglich kastriert werden beim Sound. Und jetzt suchen wir uns einfach mal einen aus einer Zeit, wo du eben auch noch ein bisschen lauter sein durftest. Das war jetzt nicht so einfach. Gab jetzt verschiedene Optionen. Da gab es den Ferrari, den Testarossa zum Beispiel. Habe ich gefragt, ist die Batterie aber ein bisschen schwach, können wir also leider nicht anlassen. Der Aston Martin hier mit dem V12, ja, cool. Wobei dieser V12 hier einen feinen Sound hat, aber nicht so einen mächtigen, spektakulären Sound. Und dann könnte man natürlich noch über den Mercedes hier nachdenken, über den Evo, über den 2.5er. Der wiederum klingt aber erst dann, wenn du ihn richtig auf Drehzahl bringst. Ja? Und deshalb habe ich hier den ausgesucht. Lamborghini Gallardo aus dem Jahr 2008. Ja, damals durfte man noch ordentlich mehr Sound machen. 10 Zylinder, Saugmotor. Und den werfen wir jetzt mal an. Und hören uns das an, wie das damals und auch heute noch klingen darf. So. Rein in die gute Stube. Sodler. Ich habe den Motor jetzt wirklich, na, piepsen konnten die damals auch schon. Ja, ist ja gut. Und bimmeln konnten sie auch schon. Ich habe den Motor jetzt wirklich nur kurz gestreichelt. Und das ist schon Wahnsinn, was da an Sound rauskommt. Wow. Gute alte Zeit. Sicherlich gibt es noch mehr Motorgeräusch-Irrtümer, über die wir hätten reden können, aber es ist halt ein riesiges Feld und ich persönlich hätte auch gern noch mehr erzählt, denn Motorsound ist was wahnsinnig Emotionales, auch wenn da zwei Herzen in meiner Brust wohnen. Zum einen bin ich froh, wenn es einfach mal leise ist. Wenn ich zu Hause bin oder in der Stadt bin, dann mag ich es schon, wenn da nicht so viel Verkehrslärm ist. Da brauche ich keine mega lauten Autos, auch keine Autoposer, die da großartig nochmal den Motor aufheulen lassen. Das finde ich eher peinlich als cool. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein ganz großer Fan von emotionalem Motorsound und an der richtigen Stelle, zum Beispiel Landstraße oder Autobahn, kann ich das auch sehr genießen, wenn ein Auto wirklich toll klingt. Ja? Und deswegen ist es so, dass ich auf der einen Seite happy bin, dass Autos leiser werden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch happy, wenn wir in Zukunft noch Autos haben, die noch einen emotionalen Sound haben. Und weil ich eben emotionalen Sound mag, werde ich jetzt auch in den Kona N hier einsteigen und mir noch eine Runde auf der Landstraße damit gönnen. Ja, das ist in Anführungsstrichen nur ein 4-Zylinder, 2-Liter Turbomotor, aber schon einer der besser klingenden Art. Und schließlich hat er auch noch eine Klappe hinten, die man aufmachen kann. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Für alle die schlecht gelaunten Motorpedanten zu Hause, der Motor hier ist warm. Und wenn ich jetzt die N-Taste drücke und kurz mal ein bisschen Gas gebe, dann mache ich das mit Vergnügen und mit warmem Motor.